Also herzlich willkommen zurück zu meinem Kanal und heute bin ich hier mit Jan Ledochowski. Jan, könntest du dich kurz vorstellen? Ja, sehr gerne. Also ich bin ein Jurist, verheiratet, habe hier in unserer Wohnung haben wir 5 Kinder und ich bin Präsident der Plattform Christdemokratie und Sprecher für Christdemokratie der ÖVP Wien. Also Präsident der Plattform Christdemokratie. Was ist die Plattform Christdemokratie? Also die Plattform Christdemokratie gibt es seit ungefähr 5 Jahren oder 5, 6 Jahren. Wir sind eine parteiunabhängige und überkonfessionelle Plattform, die sich für christliche Werte in Politik und Gesellschaft einsetzt. Und das versuchen wir über verschiedene Wege, verschiedene Instrumente, um letztlich dieses Ziel zu erreichen, dass wir ein christliches Menschen- und Weltbild haben, auf dem unsere Gesellschaft baut. Genau, also wir sind in einer sehr gespaltenen Gesellschaft heutzutage. Wie ist das, als Christ politisch aktiv zu sein? Was bedeutet das? Ich glaube, dass es nicht unbedingt so viel anders ist als für jeden Christen, der in der Welt tätig ist. Also wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Und wir sind immer als Christen, wenn wir schon den Namen Christi tragen, auch seine Zeugen und hoffentlich auch seine Boten, seine Arbeiter in seinem Weinberg. Das heißt, wenn man nun in der Politik als Christ ist, dann heißt das aber schon, obwohl das für alle im gleichen Maß gilt, aber da besonders, dass man sich einen Maßstab selber auferlegt hat, dem man kaum gerecht werden kann. Weil schon als Christ wird man an Maßstab Christi gemessen. Und wenn man in der Politik ist, wo besonders viel schief laufen kann, wo auch viele Kompromisse notwendig sind, dass einem das dann schnell auch natürlich zum Vorwurf gemacht werden kann, was du schimpfst dich ein Christ, was ist mit A, B, C, D, E, F, G, was schief läuft in dem Land, was du vielleicht mitträgst in der einen oder anderen Form und vor allem auch, wo man dann immer vorsichtig sein muss, dass man nicht Christus und Gott und den Glauben missbraucht für die Politik. Also dass letzten Endes Leute vielleicht in ihrem Glauben erschüttert sind, wenn sie sagen, das ist also christliche Politik. Damit wollen wir eigentlich dann noch vielleicht mit dem Christentum nichts zu tun haben. Und das ist vielleicht in einer gespaltenen Gesellschaft noch einmal doppelt so schwer. Und das sind so die Herausforderungen, vor denen man steht, wo man auch in der eigenen Gewissenserforschung, der Unterscheidung der Geister, auch in einer Gemeinschaft, in die man hoffentlich eingebettet ist, auch immer hinterfragen muss, ist man da noch am richtigen Weg. Und was sind Themen heutzutage, die wirklich dich auch ängstlich machen, also Trends in der Gesellschaft, wo du sagst, okay, da geht was schief? Also ja, also vielleicht, diese Frage ist auch wichtig für die Frage, also die Antwort auf diese Frage ist wichtig für die Frage, wofür man sich als christlicher Politiker einsetzen soll. Denn es gibt ja wahnsinnig viele extrem wichtige Themen, aber es gibt Themen, wo fast nur noch Christen die Stimme erheben. Warum das so ist, ist eine andere Frage, weil das sind auch immer Themen, die eigentlich alle betreffen. Und doch ist es ein Fakt, dass zum Beispiel bei der Frage des Lebensschutzes, also die Würde des menschlichen Lebens in jeder Phase, aber auch was das rechte Verständnis anbelangt von Familie und Ehe und den ganzen Rattenschwanz an Konsequenzen, dass das hat, dass sich da fast nur noch Christen finden, die da die Stimme erheben. Das heißt, immer das Bild, das ich verwende, ist, wenn es eine Stadtmauer gibt, wo es die ganze Mauer gilt zu bewachen, aber es gibt eine Bresche, wo nur noch die Christen bereit sind, sie zu verteidigen, dann ist das der Ort, wo man sein soll. Das heißt, das ist auch für mich jetzt, für mich die Antwort auf die Frage, wofür ich mich besonders einbringen möchte. Und das sind eben genau diese Fragen, der Menschenwürde, des Rechts auf Lebens in jeder Phase, auch das Menschenbild auch in seiner Ganzheit, also auch was die Sexualität anbelangt, wo wir bei der Sexualerziehung sind, bei der Transgender-Debatte, bei der Leihmutterschaft und. Und das sind sicher auch die Trends,
die mich besonders viele Sorgen machen. Zum Beispiel auch die demografische Entwicklung, dass wir kaum mehr Kinder haben, dass offensichtlich in unserer Ökologie, also die Ökologie, die wir Menschen brauchen, um einfach ein normales Familienleben zu haben, um uns zu reproduzieren, nicht anders als andere Lebewesen auch, dass das offensichtlich zutiefst gestört ist, dass es dafür auch viele Symptome gibt und wir da sehenden Auges quasi einer Katastrophe entgegengehen und auch da es wenige Stimmen gibt, die das adressieren. Und das sehe ich zum Beispiel auch einer meiner Aufgaben, das zu adressieren über verschiedene Wege. Und wie viel Widerstand erlebst du, wenn du diese Themen ansprichst? Also meine Erfahrung ist, ehrlich gesagt, sofern das wirklich jetzt im persönlichen Austausch ist, weil online kann man sehr schnell aus der anderen Position eine Karikatur machen und muss sich, kommt so nicht in die Verlegenheit, sich auf eine ernsthafte Debatte einzulassen. Das gilt ja für alle Seiten in Wirklichkeit. Aber meine Erfahrung ist dann doch, wenn man im persönlichen Umgang mit den Menschen, wenn man in der Lage ist, die eigene Position zu erklären, wenn man die Chance dazu bekommt, wenn man auch gewillt ist, die wahrzunehmen, sie respektvoll zu erklären, auch Argumente zu finden, die dem anderen zugänglich sind. Also es ist nicht hilfreich, jetzt die Bibel zu zitieren, wenn das Gegenüber einfach kein gläubiger Mensch ist. Und ich glaube, unser Anspruch als Christen muss auch sein, Argumente zu finden, die nicht in der Bibel begründet sind, weil wenn wir sagen, was in der Bibel steht, ist wahr, dann muss das auch psychologisch wahr sein, soziologisch wahr sein, historisch wahr sein, weil sonst stimmt was nicht. Und wenn einem das gelingt, wenn auch die Gegenseite anerkennt, dass man guten Willens ist und man selber auch der anderen Person das zuerkennt, nicht jede Person ist guten Willens, aber ich glaube schon, doch die meisten, dann ist eine fruchtbare Diskussion möglich. Das heißt, wenn man mit einem gewissen Mut und einer gewissen Überlegung und auch einer gewissen Vorbereitung sich auf Debatten einlässt, dann kann man sehr viel bewegen. Also meine Erfahrung ist, in Wirklichkeit erntet man Respekt von den Menschen, wenn man eine Position hat, weil so viele haben keine Position. Das wird ja auch bedauert und man freut sich über jeden, der eine Position hat und die auch begründet und das auch eine Position ist, die ein konstruktives Zusammenleben ermöglicht. Also die Medien geben auch öfters ein sehr negatives Bild. Und gibt es auch vielleicht positive Sachen, die in den letzten Jahren passiert sind hier in Österreich? Meinst du also politisch oder politisch von Christen? Von Christen, also alles, ja. Alles zusammen. Ich glaube, bei aller Kritik, die man wirklich erheben kann und erheben muss, wenn wir nur einmal einen Blick darauf werfen, wie es in anderen Ländern ausschaut, heute, in anderen Kulturkreisen, aber auch in anderen europäischen Ländern, oder wenn wir den Blick in die Vergangenheit werfen, in die nicht allzu ferne Vergangenheit, sehen wir, in was für einen unfassbaren, wirklich wunderbaren, also wirklich, es ist ein Wunder, in einer wunderbaren Gesellschaft wir leben, wo wir mit der größten Selbstverständlichkeit davon ausgehen, dass Konflikte gewaltfrei gelöst werden. Und wenn doch einmal Gewalt im Spiel ist, dass die Polizei eintritt und die Staatsanwaltschaft und es unabhängige Gerichte gibt und wir eigentlich im Wesentlichen darauf vertrauen dürfen, dass eine gerechte Lösung gefunden wird, dass mit der größten Selbstverständlichkeit wir ins Spital gehen, wenn wir krank sind, unsere Kinder in die Schule gehen, wir eine Ausbildung bekommen und. Also das kann man so weiterführen. Das heißt für mich, dass wir wirklich sehr, sehr, sehr dankbar sein müssen, es aber nicht mit einer Selbstverständlichkeit hinnehmen dürfen, dass das so ist. Und auch nicht bei aller Kritik, die wir haben, an dem, was falsch läuft und auch an Trends, die, wenn so weitergehen, vielleicht alles in Frage stellen, was wir haben, das Kind mit dem Bade ausschütten. Also, dass wir die Errungenschaften, die wir haben,
nur weil sie nicht fehlerfrei sind, über Bord werfen, aber eigentlich keine Antwort darauf haben, was das eigentlich ersetzen soll. Also ganz konkret, ich finde, also zum Beispiel, wenn wir jetzt fragen, gut, politisch ist so viel schiefgelaufen in den letzten Jahren. Es ist viel Vertrauen verloren gegangen, viel Porzellan zerschlagen worden, zum Beispiel in der Corona-Krise. Einer großen, wo viele Menschen ihr Vertrauen verloren haben in unsere Institutionen, wobei ich glaube, dass schon vorher sehr viel Vertrauen zerstört war. Offensichtlich, weil ich denke, wenn in den 50er, 60er Jahren so eine Krise gewesen wäre, hätten die Menschen mit der größten Selbstverständlichkeit dem Ministerium und der Ärztekammer und der Universität ihr Vertrauen geschenkt. Das ist nicht mehr der Fall und es ist auch nachvollziehbar, warum das nicht ist. Und auch ich traue nicht allen Institutionen zu 100%. Aber man muss auch schon auch sehen, wie viele gute, positive politischen Entscheidungen in den letzten Jahren gefallen sind. Jetzt um einige zu nennen, zum Beispiel was die Förderung der Familien anbelangt, also der Familienbonus, wo Menschen mit Familien mit vielen Kindern wesentlich weniger Steuern zahlen als früher, die Anpassung der Familienleistungen an die Inflation, auch die Aufhebung der kalten Progression, also die schleichende Steuererhöhung. Also das sind alles Dinge, die in den letzten Jahren beschlossen wurden, die, glaube ich, einen wesentlichen Beitrag leisten für eine gerechtere Gesellschaft. Viele Probleme sind noch nicht gelöst, aber wir haben an sich einen demokratischen Prozess, der so sehr robust ist, wo ich glaube, dass wir auch diese Lösungen finden werden. Wir dürfen nur nicht ungeduldig sein. Das ist der Nachteil einer Demokratie, dass es selten schnelle und einfache Lösungen gibt. Und jetzt zurück zur Plattform Christdemokratie. Ja. Ihr arbeitet auch auf vielen Projekten und Events. Könntest du ein bisschen über diese Events erzählen? Ja, gerne. Also unsere Aufgabe ist es, wie ich gesagt habe, für christliche Werte in der Politik einzustehen. Das kann man aber eigentlich übersetzen mit, man kann das christlich fast weglassen, darf man nicht, aber könnte man, weil wir eigentlich einfach eine Stimme der Vernunft sein wollen. Weil wir sagen, wir nehmen den Menschen, wie er ist, mit Licht und Schatten, nicht den utopischen Menschen, sondern den Menschen mit seiner gefallenen Natur. Wir nehmen ihn, wie er ist, mit aller Liebe und auch für die Würde, die er hat, und versuchen auf dieser Grundlage eine vernünftige Politik machen, die einfach auch die menschliche Natur und seine Ökologie mit einbezieht. Und das ist eine Politik, die jeder Mensch mittragen kann, die für jeden attraktiv ist, ob er gläubig ist oder nicht. Ob er Atheist ist, Moslem ist, das ist egal, weil ich denke, eine gute christliche Politik oder christdemokratische Politik ist einfach eine vernünftige, konstruktive Politik, die den Menschen viel zutraut, aber eben auch ein bisschen misstraut und auf dieser Grundlage Lösungen findet. So, das heißt zum Beispiel auch, bei der Euthanasie-Debatte, wenn es heißt, man will ja nur den unfassbar leidenden Menschen am Lebensende, die unerträgliche Schmerzen haben, ein würdiges Ende ermöglichen. So. Aber allen anderen nicht, also, aber das soll natürlich nicht das Tor öffnen für jetzt Euthanasie, vielleicht für psychisch Kranke oder für einfach unglückliche Menschen oder und wie auch immer. Und selbst wenn ich diesem Argument folgen würde, dass das eine gute Lösung wäre für Menschen, die sehr, sehr leiden, was ich nicht tue, heißt es dann als Christ, dass ich sage, Moment einmal, unsere Geschichte lehrt uns doch, dass wir uns selber nicht so trauen dürfen, dass wir uns und dem Staat
Instrumente geben, die es erlauben, jemanden das Leben zu nehmen. Haben wir das nicht gelernt? War das nicht gerade auch die Lehre nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Menschenrechten, dass wir niemals ein menschliches Leben beenden dürfen, dass es keine Gründe dafür geben kann, selbst wenn sie wohlmeinend sind, selbst wenn alle Beteiligten wohlmeinend sind? Nein, das ist nicht richtig, und da ist man dann vielleicht auch so ein bisschen der Boomer, weil man sagt, sorry, ich misstraue da auch mir selber, das menschliche Leben ist so fragil, dass wir riesige Schutzwälle drumherum bauen dürfen. Gut, aber jetzt zu deiner Frage, was sind die konkreten Projekte? Da haben wir einige sehr schöne. Also wir hatten letzte Woche erst die Night to Shine, das ist ein Fest für behinderte Menschen, wird von der Tim Tebow Foundation gefördert weltweit, findet das immer am, hat das jetzt stattgefunden am 9. Februar. Wir haben das durchgeführt mit dem Verein Down-Syndrom Österreich in Kooperation mit der Erzdiözese Salzburg. Und wir haben das als Plattform Christdemokratie federführend übernommen, die Organisation jetzt schon zum dritten Mal. Warum? Weil das ist eigentlich so eine Art echter Lifeball, wo wirklich das Leben des Menschen im Mittelpunkt steht und vor allem das Leben von Menschen, zum Beispiel mit Menschen mit Down-Syndrom, wo nach menschlichen, weltlichen Kategorien man sagen könnte, das ist nicht ganz so viel wert wie das Leben anderer. Aber im Rahmen dieser Feier werden die gekrönt, feierlich, das siehst du so, die freuen sich so unfassbar darüber. Und wir krönen sie als Zeichen dafür, dass sie die Würde eines Königs haben. Jeder Mensch hat die Würde eines Königs, und das wird ganz besonders da deutlich bei Menschen, wo man das vielleicht nicht auf den ersten Blick erkennt. Weil die Wahrheit ist, selbst bei Menschen in ihrer vollen Kraft, ihrer vollen Kapazität, gäbe es genug Gründe zu sagen, warum diese Menschen gerade nicht die gleiche Würde haben wie jemand anderer, wie wir auch schon in der Vergangenheit gelernt haben. Und wir als Plattform Christdemokratie machen dieses Feier, um unseren VIPs, unseren Ehrengästen eine Freude zu machen, aber auch als Zeichen für alle anderen, darum geht es uns in unserer Gesellschaft, dass jeder Mensch eine Würde hat. Und wir wissen, dass Menschen mit Down-Syndrom in Österreich kaum mehr zur Welt kommen. Behinderte Menschen können bis zur Geburt abgetrieben werden, das weiß man nicht. Und das soll auch unser Beitrag sein, quasi positiv, also nicht mit den erhobenen Zeigefingern, sondern rein positiv, überdenken wir einmal unsere Einstellung zum menschlichen Leben. Und meine Hoffnung ist, wir planen schon für nächstes Jahr, dass dieser kleine Ball, jetzt waren 130 Leute, Personen, von Mal zu Mal größer wird, wir immer mehr Sponsoren haben, dass das ein richtiger, echter Liveball wird, riesengroß in der Hofburg mit allen Ehrengästen, wo wir wirklich, wirklich das Leben feiern. Ein anderes Projekt ist jetzt Anfang April, da ist die Suademic dahinter, unsere Vizepräsidentin der Plattform Christdemokratie, ein Symposium zum Thema Sexualpädagogik, wo thematisiert wird, welcher Schaden angerichtet wird in einer falsch verstandenen Sexualpädagogik, beginnend in den Kindergärten, Volksschulen und dann auch später Gymnasien. Und auch hier, wo ein falsch verstandenes, also einfach ein falsches Menschenbild dahinter liegt. Vielleicht wohlmeinend, wobei ich mir da nicht ganz so sicher bin, dass alle wohlmeinend sind, alle beteiligt. Das ist schwer zu glauben. Aber gut, wo Kinder ihrer Unschuld beraubt werden, mit einer erwachsenen Sexualität konfrontiert werden, um etwas zu erzwingen, schon ganz früh beginnend bei Kindern, dass die Vision einer Regenbogengesellschaft, wo jede sexuelle Variante und jede Geschlechtsverständnis gleichermaßen gut und schön ist. Wir haben vorher über die Menschenwürde gesprochen, die jeder hat natürlich, aber das ist nicht gleichbedeutend damit, dass jede Entscheidung gleich gut ist und dass auch jede Variante gleich gut ist und auch gleich gesund ist. Das muss man auch sagen. Und das ist zum Beispiel eine unserer Bemühungen, dass wir doch im Rahmen dieses Symposiums mit Expertenschulen, Elternschulen Awareness steigern,
was an unseren Schulen zum Teil los ist, was da zum Teil passiert, was man kaum glaubt. Und natürlich ist ein Ausfluss dessen, dass die ganze Transgender-Debatte, also ich rate allen, die das nicht so ernst nehmen, einmal mit jungen Menschen zu sprechen oder mit Eltern von Teenagern und fragen, wie viele Trans-Kids es in der Schule gibt. Und ich habe da eine Freundin gefragt und die hatte allein in ihrer Klasse 3. Also eine war non-binär, also weder noch, und eine trans und so weiter. Und jetzt kann man sagen, ich meine, als ich in der Schule war, ist auch schon ein bisschen her, da hatten wir auch die 2, 3 skurrilen Kinder, die, wir wissen alle, wie schwierig die Pubertät sein kann. Nur der Unterschied ist, dass man, wenn jetzt ein junges Mädel in einer Identitätskrise glaubt, es ist ein Bub, 99% der Fälle nach der Pubertät löst sich das wunderbar auf. Mhm. Nur in unserer seltsamen Zeit werden diese jungen Kinder dann noch bestärkt darin, dass sie sich im falschen Geschlecht befinden, bekommen womöglich noch Hormone, also Pubertätsblocker und so weiter, und sie kommen daraus nicht mehr raus. Das heißt, anders als früher, wo man die Kinder durch diese schwere Phase durchgetragen hat, werden sie jetzt leider durch die Populärkultur, aber auch durch gezielte Förderungen noch darin bestärkt. Das ist auch etwas, wogegen wir als Plattform Christdemokratie stark auftreten. Dann haben wir bald EU-Wahl, wo auch die Frage ist, wen soll man wählen? Unser Ansatz, und auch mein persönlicher, ist, wir sollten dankbar sein über alle Christen, egal in welcher Partei sie sind. Also wenn einer sagt, ich bin ein gläubiger Christ und ich bin bei den Roten und bei den Blauen und bei den Grünen oder bei den Schwarzen, sage ich, wunderbar, Gott segne dich. So, jeder Christ ist trotzdem natürlich dazu berufen, sich sein eigenes Bild dazu zu machen, und muss aber trotzdem auch die Größe haben, anzuerkennen, dass andere Christen zu anderen Entscheidungen kommen. Und ich, also es ist meine politische Meinung ist jetzt kein Geheimnis, aber ich unterstütze jeden Christen, der woanders sich engagiert. Und auch bei der EU-Wahl werden wir das machen. Wir werden, so wie bei den letzten Wahlen auch, versuchen herauszufinden, wo sind christliche Kandidaten in welchen Parteien. Wir wollen den Kandidaten Fragen stellen, anhand derer sie sich präsentieren können. Und dann den Menschen vorschlagen, bildet euch eure Meinung, es ist eure Gewissensentscheidung, für welche Partei ihr stimmt, und dann gebt doch bitte den christlichen Kandidaten in dieser Partei eure Vorzugsstimme. Weil dadurch stärkt ihr diese Christen, die sich engagieren, und stärkt auch ihre Position innerhalb der Partei. Und ich denke, das ist ein sehr einfaches Mittel. Wenn wir uns nur ein bisschen organisieren, um Christen in der Politik zu stärken. Das ist uns bei vergangenen Wahlen schon sehr, sehr gut gelungen. Man kann sogar teilweise nicht nur deren Position stärken, sondern ihnen tatsächlich zu konkreten Mandaten verhelfen auf diese Weise. Und mein Appell ist auch an die Christen, an die verschiedenen Kirchen, zu sagen, ja, also es ist eine Gratwanderung. Wir wollen nicht, dass zu viel Politik in die Kirche hineinkommt, dass das vergiftet. Aber wir wollen doch auch nicht, dass sobald etwas gesellschaftlich relevant wird, die Kirche sich zurückzieht. Nicht? Also sobald es relevant wird, halten wir uns heraus. Das wollen wir ja auch nicht. Das heißt, meine Vorstellung wäre, wir haben diese Toleranz, diesen Großmut zu sagen, wenn es Richtung Wahl geht, dann lassen wir die Debatte zu. Jeder darf seine Meinung sagen, wir sind mündige Bürger und wir fällen dann unsere Entscheidung. Wir treffen keine Wahlempfehlung, aber wir können schon sagen, die Personen A, B, C, D, E behaupten zumindest, sie sind Christen. Schaut es euch an auf ihrer Webseite oder diese Antworten auf die Fragen und unterstützt sie dann. Ja, also vielen Dank. Also danke dafür, dass ich mehr erfahren konnte über Plattform Christdemokratie. Und wenn ihr mehr über Plattform Christdemokratie erfahren möchtet, dann schaut in der Beschreibung. Ich werde den Link reinstellen zur Webseite. Da kann man sehen, die verschiedenen Projekte, und auch, da gibt es mehr Videos. Ja, also vielen Dank. Bitte. Gerne. Danke dir.